So, hallo, willkommen Kunstform BMX Shop. Heute stellen wir euch mal die Weezy People 2016er Mittelklasse-Räder vor. Wir starten direkt mit den Weezy People Reason 2016. Das gibt es hier in zwei Farben, einmal in schwarz mit grau und einmal in chrom-blau-schwarz. Kosten beide 599,95 und dann gibt es das Reason auch noch als Free Coaster Version und die kosten 619,95 €. Gibt es in diesem Grau-Schwarz und auch noch in Weiß-Rot. So, bei diesem Fahrrad kann man natürlich sagen, es ist zum ersten Mal von Weezy People, dass die Mittelklasse-Bikes mit Hubguards ausgestattet sind. Im Lieferumfang sind wieder die Soil Packs. Man muss natürlich wirklich bei den Rädern auf die Hubguards eingehen, was mich natürlich persönlich freut, dass endlich mal auch diese People im Lieferumfang Hubguards mit beiliefert, die natürlich auch an den Fahrrad passen. Da hat diese People vorne die Vorderradnabe nochmal ein wenig überarbeitet gegenüber dem Vorjahresmodell. Man hat bessere Konusmuttern dran verbaut und wie gesagt Kunststoff Hubguards dazu. Man hat hier wieder einen Tripod-Sattel. Ein wenig neues Design mit so Badges an der Seite, gibt es Oberrohr 20,75, also gerade für schon größere Leute sind wir ab 1,70 aufwärts, Street und Park, wunderschönes Fahrrad und wie gesagt gibt es auch als Free Coaster Variante. Weiter geht's mit den Weezy People Crisis, das gibt es auch in zwei Farben und zwei Ausführungen. Einmal gibt es, wie hier steht, für 699,95 € das Crisis Free Coaster Rad und dann gibt es für 579,95 € das Crisis mit Kassettenradnabe. Beide gibt es halt in schwarz mit Tan und weiß mit rot und in verschiedenen Oberrohrlängen, einmal in 20,5 und 21 Zoll. Also gerade für die, die halt natürlich schon ausgewachsen sind, schon lange beim X fahren oder sich im Prinzip ein Einstellrad mal gekauft haben und jetzt das nächst bessere wollen, ist man mit diesem Fahrrad auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Es bietet alles, was das Herz begehrt. Man muss wieder dazu sagen, ich bin auch wieder besonders froh, dass dieses Fahrrad auch wieder mit Hubguards ausgestattet ist. Wieder die klassischen PC-Hubguards, die äußerst schön an diesem Modell platziert sind, gibt es derzeit noch nicht im Aftermarket. Aber die wird es im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch geben. Dann muss man auch dazu sagen, man hat bei diesen Fahrrädern schon die Salt PC Kunststoffpedalen. Das heißt, es sind so Alu-Kern mit einer Kunststoffhülse. Gerade wenn man halt viel grindet, kann man halt diesen Sleeve extra nochmal nachkaufen. Also gerade wer viel grindet, hat die Möglichkeit mit einem Freecoaster oder halt mit einer Kassettenabnahme mit diesem Fahrrad Spaß zu haben. So, hier haben wir das Weezy People Versus. Natürlich optisch echt wunderschön. Dunkle Blau mit diesen Tannenreifen. Zolt Pitch Slick heißen die. Dann gibt es dieses Fahrrad auch noch in Clear Grün. Haben wir leider momentan nicht da, aber können Sie euch natürlich auch bei uns im Onlineshop angucken. Das kostet 749,95 €. Oberrohr 20,75, also gerade für alle, die schon größer sind, die schon ein Einstellrad haben und jetzt das nächst bessere Komplettfahrrad sich kaufen möchten, würde ich empfehlen, zwischen 1,60 und 1,70 hat man damit am meisten Spaß. Bei diesem Fahrrad kann man natürlich wieder erwähnen, man hat die neuen Zoltnamen drauf, die neuen Hubguards, Kunststoff-Hubguards mit den Zolt Kunststoff-PC-Packs. Kurzum, cleanes Design und auch macht sehr viel Freude, mit diesem Fahrrad zu fahren. Des Weiteren in der Weezy People 2016er Mittelklasse-Serie gibt es natürlich das Weezy People Zodiac. Diesmal ist es im matt schwarz-weiß und in so einem Transolent-Blau mit Schwarz. Kostet 879,95 €. Ist von Oberrohr 20,75, ja, und ist natürlich wieder mit High-End-Parts ausgestattet. Man muss hier direkt sagen, das ist das erste Mal, dass Weezy People ein 4-Piece-Bar komplett verbaut hat. Man hat bei den Rahmen auch wieder Gases oben im Steuerer und unten. Es hat auch wieder Hubguards im Lieferumfang enthalten, jedoch keine Packs. Die muss man sich dann nachträglich dazu kaufen, wenn man es möchte. Dann hat
Salt hier neues Kettenblatt verbaut, gerade auch sogenannte Hubguard Bash, ja, also Kettenblatt plus Hubguard, also Kettenguard in einem, hat eine coole Salt Plus dreiteilige Kurbel, hat die Stealth Pedal dran, genau. Und zu erwähnen, dieses Fahrrad gibt es in der blauen Variante mit LHD Free Coaster und mit der schwarzen Variante als RHD Free Coaster. So, jetzt sind wir schon recht weit oben in der Mittelklasse mit den Wheezy People Trust. Muss ich ganz ehrlich sagen, mein persönlicher Lieblingsfavorit von den Mittelklasse-Rädern von Wheezy People. Natürlich, vielleicht auch wegen der Farbe, ich stehe gerne auf so einen roten Farbton. Bei dem Fahrrad muss man zusagen, kostet 829,95 und bietet wirklich alles, was man in der Mittelklasse verlangen kann für diesen Preis. Angefangen natürlich alle Teile aus Chromo, man hat natürlich wieder verstärkte Gussets am Oberrohr, man hat ein Salt Plus CNC Topload Vorbau, man hat wieder die Salt Kunststoff Packs und Kunststoff Hubguards, man hat eine super Kassette und des Weiteren gibt es dieses Fahrrad wieder in zwei verschiedenen Oberrohrlängen, einmal 21 und einmal 25, gerade für diejenigen, die entweder ein bisschen kürzer mögen, zum Beispiel beim Street, um die Rotationstricks vielleicht ein bisschen besser zu handeln, oder für welche, die natürlich auch gerne über Hügel springen, würde sich dieses Fahrrad auch gerne in 21 Zoll anbieten. Dass ich es nicht vergesse, speziell bei diesem Fahrrad hat Wheezy People ein neues Kettenblatt auf den Markt gebracht. Das gibt es derzeit noch nicht im Aftermarket, aber schon an diesem Fahrrad verbaut. Es sieht ähnlich aus wie das Vent von Eclat. Wir überlassen uns mal überraschen, sobald es auf den Markt kommt, in welchen Farben und Größen es geben wird. So, damit verabschiede ich mich schon von den Wheezy People Review Mittelklasse und ich werde euch im nachfolgenden Video mit den Wheezy People High-End Modellen weiter beschäftigen. Danke euch, ciao!